In Österreich erkranken jährlich 45.000 Menschen an Krebs. Durch einen gesunden Lebensstil und eine regelmäßige Vorsorge ließen sich viele dieser Krebserkrankungen entweder vermeiden oder sie würden rechtzeitig erkannt. Die Krebshilfe Salzburg unterstützt seit 60 Jahren Krebspatienten und Angehörige in dieser schwierigen Situation. Die Arbeit hat sich im Laufe der Zeit aber verändert. Die Krebshilfe hat sich sehr verändert, weil wir eines geschafft haben, und da sind wir sicher auch irgendwie beteiligt dran gewesen, dass sozusagen das Thema Krebs nicht mehr so tabuisiert ist, wie das früher mal war. Man kann heute das Thema Krebs wirklich besser besprechen, auch in der Öffentlichkeit besprechen, und man kann damit natürlich auch den Vorsorgegedanken besser propagieren, als man das vor 60 Jahren noch konnte. Bei den Gesundheitstagen im Europark möchte die Krebshilfe Salzburg die Bevölkerung mit großen Modellen des Darms, der Brust, der Lunge und der Prostata motivieren, auf die eigene Gesundheit zu achten. Auch medizinische Fachexperten stehen dem Publikum für Fragen zur Verfügung. Wie schaut es aber nun mit dem Vorsorgegedanken in der Bevölkerung aus? Ja, also ich gehe immer regelmäßig zur Mammographie, und es ist mir sehr wichtig, dass ich da immer die Bescheinigung kriege, dass da alles in Ordnung ist. Und das letzte Mal ist mir gesagt, ich brauche noch mal alle 2 Jahre, da ich wahrscheinlich nicht gefährdet bin und in der Familie keiner Brustkrebs hat bei uns. Eigentlich ist es heuer bei mir wieder notwendig. Die letzte Vorsorgeuntersuchung habe ich vor 2 Jahren gemacht, und da war ich dann im Endeffekt natürlich auch beim Urologen. Und ab 60 sollte man das eigentlich mindestens jedes zweite Jahr machen. Und das heißt, heuer bin ich wieder dran. Die Salzburger Krebshilfe unterstützt das Volksbegehren Don't Smoke. Dabei geht es nicht um die Ächtung der Raucher, sondern um den Schutz der Nichtraucher. Lungenkrebs ist die häufigste tödliche Krebsart. Aber auch hunderte andere Erkrankungen gehen auf das Konto von Rauchen. Also es gibt ungefähr 125 Krankheiten, die sozusagen mit dem Rauchen assoziiert sind. Davon die meisten Krebserkrankungen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann muss man sagen, ein Raucher verliert im Schnitt 25 Lebensjahre. Und das ist schon eine gewaltige Lebenszeit, die man hier verliert. Ja. In 60 Jahren hat die Salzburger Krebshilfe rund 50.000 Menschen und Angehörige in einer sehr schweren Lebensphase begleitet. Mit einem großen Bild, an dem die Besucher des Europarks eine Blume der Hoffnung malen können, denken Sie an die Vielzahl erkrankter Menschen. Hat man nach der Diagnose eine Krebserkrankung überstanden, gibt es in Salzburg auch eine gute onkologische Rehabilitation. Das ist uns ganz wichtig. Wir behandeln nicht nur körperliche Beschwerden, sondern es ist eine Einheit aus körperlichen Behandlungsformen, aus psychologischer Betreuung, aus Informationsvermittlung und auch Unterstützung bei der Wiedereingliederung in das normale Leben, auch ins Arbeitsleben. Krebs geht uns alle an. Sorgen Sie vor.